In unserem Göttinger Forscherteam beschäftigen wir uns mit bioethischen Fragen und ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Uns interessiert dabei, wie eine Balance zwischen medizinischem Fortschritt, kultureller Vielfalt und ethischen Gesichtspunkten gefunden werden kann. Denn Laien und Patienten müssen zunehmend vielfältige und schwierige biomedizinische Entscheidungen treffen. Wie wollen wir sterben? Wie sollen Spenderorgane gerecht verteilt werden? Wie wollen wir alt werden? Wie wünsche ich mir das Arzt-Patientengespräch? Will ich wissen, ob ich eine genetische Veranlagung für Demenz habe? Darf man Menschen klonen? Die Organtransplantation, im Besonderen die Lebensspende, hat sich in den letzten 60 Jahren rasant entwickelt. Lebensspende spielt in der Transplantationsmedizin eine immer wichtigere Rolle. In Deutschland kommen als Lebensspender Verwandte ersten oder zweiten Grades, Ehegatten, Lebenspartner oder andere Personen, die dem Spender in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahestehen, in Frage. Die Zahl der durchgeführten Lebendorganspenden ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Am häufigsten spenden Frauen an ihre Ehemänner, gefolgt von Müttern, die an ihr Kind eine Niere spenden. 2011 spendeten Väter noch deutlich seltener als Mütter und Ehemänner seltener als Ehefrauen. Wenn Frauen in der Rolle als Schwester oder Freundin spenden, unterscheiden sich die Spenderzahlen nur unwesentlich von denen der Männer. Die öffentliche Debatte um Organspende, speziell um die Lebendorganspende, wird in der Hauptsache von verschiedenen Experten wie Medizinern, Juristen, Politikern oder auch dem Deutschen Ethikrat geführt. Aus ethischer Sicht ist hierbei die Frage relevant, ob damit bereits alle Perspektiven berücksichtigt sind. Wie sehen eigentlich Patienten und ihre Familien, also die Spender, die Lebensspende? In der öffentlichen Darstellung der Lebendorganspende ist auffällig, dass sie ausschließlich als positiven Handlungsakt zwischen Liebe und Fürsorgepflicht dargestellt wird. Hinter der Idee von Organspende verbergen sich Vorstellungen zur Solidarität. Im Gegensatz zum Beispiel zur Liebe geht Solidarität auf Intuition zurück. In der postmortalen Organspende wird an eine Solidarität appelliert, sich an die Gemeinschaft, also die Gesellschaft, richtet. Bei der Lebensspende hingegen bezieht sich Solidarität auf die enge Familie. Solidarität bezieht sich also auf eine Gemeinschaft und deren gemeinsame geteilte Werte. Eine weitere Vorstellung von der Organspende beruht darauf, dass die Spende altruistisch sein sollte. Altruismus bedeutet, dass man etwas gibt, was dem Gebenden einen Nachteil verschafft, dem Nehmenden jedoch einen Vorteil. Eine familiäre Lebendorgantransplantation ist somit keine Spende, sondern vielmehr ein Geschenk. Geschenke sind im Gegensatz zu Spenden in unserer Gesellschaft etwas sehr Persönliches und verändern sowohl Gebende als auch Nehmende in ihrer Beziehung zueinander. Die wesentliche Funktion des Schenkens liegt in der Festigung von Beziehungen. Der Austausch von Geschenken funktioniert in jeder Kultur nach festgelegten Austauschritualen. Marcel Mauss, ein französischer Anthropologe, hat diese versteckten Regeln des Schenkens bereits in den 1920er Jahren beschrieben. Und gerade weil diese Regeln Teil unserer Kultur sind, werden sie selten ausgesprochen. Sie sind selbstverständlich und vermeintlich jedem bekannt. Was bedeutet das wiederum für die Lebendorganspende? Der Austausch einer Niere findet in ganz besonderer Weise nach diesen kulturellen Regeln des Schenkens statt. Das Schenken wird dabei von spezifischen familiären Regeln strukturiert, die die Dynamik der Handlung unter den einzelnen Familienmitgliedern beeinflusst. Es macht also einen Unterschied, ob ich meinem Kind, meinem Vater, meiner Schwester oder meiner Cousine etwas schenke. Jede Beziehung ist von einer eigenen Dynamik zueinander geprägt. So hat sich zum Beispiel ein Ehepaar im Laufe seiner gemeinsamen Lebenszeit vielleicht ein Haus angeschafft. Es hat eventuell gemeinsame Kinder. Diese gemeinsamen Dinge werden in emotionalen Beziehungen über Reziprozität verhandelt, also einer Gegenseitigkeit. Geschenke haben die Funktion, soziale Beziehungen zu festigen und zu stabilisieren. Dies geschieht über die sogenannte Gegengabe, die jedem Geschenk innewohnt. In dem Moment, wo ich ein Geschenk annehme, habe ich das Bedürfnis, mich erkenntlich zu zeigen, beziehungsweise mich mit einem Gegengeschenk zu revanchieren. Aber welchen Geschenkwert hat ein Organ? Häufig wird von Experten der Wert der Niere nach ökonomischen Gesichtspunkten bemessen, zum Beispiel an den Dialysekosten, die
die durch die Lebensspende eingespart werden. Die Betroffenen bemessen den Wert des Geschenkes, also der gespendeten Niere, an der Überlebenszeit des Organs im Körper des Empfängers und in welcher Art und Weise der Empfänger versucht, sich gegenüber dem Spender dankbar zu zeigen. In welcher Form sich der Empfänger dankbar zeigen kann, zum Beispiel mit kleinen Geschenken, hängt stark von der Intensität der Beziehung ab, aber auch davon, welchen Stellenwert rituelle Feste in den Familien haben. Geschenke sind demnach nie frei. Sie sind unweigerlich mit einer Verpflichtung des Empfängers verbunden. Die Lebensspende wird als Geschenk mit den dahinterliegenden kulturellen Ritualen angesehen. Die Betroffenen verfügen allerdings über keinerlei kulturelle Handlungsorientierungen für dieses spezielle Geschenk eines menschlichen Organs. Neben dem Schenken spielt bei der Lebensspende der Umgang mit der eigenen Körperlichkeit eine wesentliche Rolle. Wieso erscheint es für Menschen so schwer, Körper und Identität nicht voneinander zu trennen? Interviews mit lebend Organtransplantierten ergeben, dass sich der Einzelne als Voraussetzung dafür, ein Organ geben oder nehmen zu können, eines Körperkonzeptes bedient. Das bedeutet, er hat eine bestimmte räumliche Vorstellung von seinem Körper. So wird versucht, den medizinischen Vorgang für sich selbst beschreibbar zu machen. Der medizinische Blick auf den Körper ist häufig ein objektivierter. Das heißt, die Funktion einzelner Körperteile steht im Vordergrund. Viele Menschen haben diese Perspektive aus der Medizin übernommen. Diese Sichtweise, bei der der Körper zum Beispiel mit einem Auto verglichen werden kann, bei dem einzelne Teile ausgetauscht werden können, dient den Spendern und Empfängern als wichtiges Werkzeug, um den Organaustausch zu kompensieren. Denn Betroffene, für die sich der Körper eher als etwas Materielles darstellt, das weder mit der eigenen noch mit der jeweils anderen Person zusammenhängt, kommen häufig besser mit dem Prozess der Lebensspende zurecht. Aber nicht alle Menschen teilen diesen medizinischen Blick. So können Menschen ihren Körper auch als Ganzheit seiner einzelnen Teile begreifen. Diese Einheit ist wiederum wichtig für seine Identität. Besonders Frauen beschreiben so ein ganzheitliches Körperbild. Die Betroffenen unterdrücken diese Sichtweise auch nicht etwa aus Scham oder Angst. Im Gegenteil, auch mit diesem Körperkonzept lässt sich eine Organintegration bewältigen. So sehen Frauen ihren Körper zum Beispiel als reproduktiven Körper. Sie stellen direkte Vergleiche zwischen Geburt, Kind und Muttersein an. Spenderinnen haben hierbei die Vorstellung, ihr Kind nicht vollständig auf die Welt gebracht zu haben. Mit der Transplantation vervollständigen sie somit ihr Kind. Der Austausch eines Organs betrifft nicht nur die körperliche und kulturelle Ebene, sondern wird auch stark von der Beziehung zueinander beeinflusst. So können wir zum Beispiel fragen, inwieweit in einer Familie überhaupt eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen werden kann, wenn es dabei um ein erkranktes Familienmitglied geht. Um diese Frage zu beantworten, muss man bei der Lebensspende berücksichtigen, dass dieser Entscheidungsprozess nicht nur die Kernfamilie mit Vater, Mutter und Kind betrifft, sondern weitere familiäre Spender-Empfänger-Beziehungen umfasst, die wiederum von verschiedenen Familienmitgliedern beeinflusst werden, was sich am ehesten als Beziehungsgeflecht beschreiben lässt. Für Eltern, die ihrem Kind spenden, ist die Lebensspende eine moralische Kategorie, in der die Lebensspende als natürliche Fürsorge in der Familie gesehen wird. Diese Pflicht zur Fürsorge fand sich jedoch nicht bei Ehepaaren, Geschwistern oder Freunden. Hier steht vielmehr als Motiv die Erwartung von Lebensverlängerung und vor allem Lebensqualitätsverbesserung im Vordergrund. Es verflechten sich demnach verschiedene Vorstellungen von normaler Lebensdauer und Familie. Der Entscheidungsfindungsprozess, der letztendlich Freiwilligkeit hervorbringen soll, ist in der Gruppe der Familie also kein statisches und unveränderliches Schwarz-Weiß-Kriterium, sondern oft ein sich verändernder Prozess, der Reflexion und Kommunikation voraussetzt. Freiwilligkeit erscheint nicht obsolet, obgleich es internen und externen Druck gibt. Ich plädiere vielmehr für einen offensiven Umgang mit diesem Druck, um so auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass sich Betroffene gegen eine Lebendorganspende entscheiden können. Es hat sich gezeigt, dass bei der Lebendorganspende die Wirksamkeit von Familienidealen hervorgehoben wird, die wiederum vergeschlechtlicht sind. So schließt zum Beispiel Mutterschaft offenbar mit ein, dass dem kranken Kind unbedingt geholfen werden muss. Wenn dies der Mutter nicht möglich ist, wird dieser Zwang an die Geschwister vermittelt. Selbstbestimmung ist bei der Lebendorganspende in den Familien
eben nicht von Individualität geprägt, sondern bedingt sich über Reziprozität. Zudem kann eine Lebendorganspende bewirken, dass sich bereits vorhandene Konflikte in der Familie verstärken. Freiwilligkeit ist eine Eigenschaft, die zur Handlung selbst gehört. In das Konzept der relationalen Autonomie sind neben den medizinethischen Kriterien innerfamiliäre, soziale und kulturelle Faktoren, die eine freiwillige Handlung beeinflussen, ebenso wichtig. Die empirischen Auswertungen verweisen auf eine differenzierte und unabhängige Spender-Empfänger-Perspektive bei der Entscheidung. Der Entscheidungsprozess wird dabei in der Familie von den Spendern dominiert, wohingegen der Entscheidungsprozess von Empfängern sich aus einer defensiveren Position heraus vollzog. Thank you.